Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mein Lauf des Lebens Deck vorstellen und ihr seht auf Anhieb zwei Dinge. Erstens, es ist quasi rein weiß, bis auf ein paar Mischländer hier, die drin sind, und es hat 80 Karten und ist damit eigentlich, ich sag mal, ein bisschen zu dick. Lauf des Lebens, wie es der Name sagt, geht es um Leben. Und das sieht man eigentlich schon an den ganzen Ländern. Entweder haben sie Hellsicht oder sie bringen Lebenspunkte, wenn sie ins Spiel kommen. Und das ist eigentlich für das Deck ganz interessant, weil darum dreht sich halt. Wir fangen am besten oben an, der Prediger gen Himmel zum Beispiel. Der ist für ein Mana extrem stark, hat Wasser und keine Lebensverknüpfung. Wenn wir ihn tappt, kriegen wir einen 4/4 weißen Engelspielstein. Klappt allerdings, wenn wir mindestens 27 Lebenspunkte haben erst. Das heißt, wir müssen schnell in Leben kommen. Dabei hilft uns der Seelenwächter. Einen der stärksten Kreaturen, die Common ist, aber Rare verdient hat. Für einen Mana 1/1. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Jetzt muss ich vielleicht sagen, das gilt sowohl für unsere als auch gegnerische Kreaturen. Und sie ist auch nur noch im historischen Modus spielbar und damit auch nur das Deck. Das heißt, ihr seht oben nicht zugelassen. Historische Erneuerung Woche 2, Woche 3 und historische Erneuerung, aber rein historisch ist sie erlaubt. Seres Aszendent, auch für einen Mana ziemlich stark. 1/1 Lebensverknüpfung, wenn wir 30 oder mehr Leben haben, bekommt er +5/+5 und Flugfähigkeit. Achanis Rudelmitglied, höchstwahrscheinlich den meisten bekannt, für 2 Mana, 2/2. Immer wenn wir Leben halten, kriegt er ein +1/+1 Marke. Ihr seht also schon, das Deck geht darauf hin, durch das Erhalten von Lebenspunkten stark zu werden, indem es Kreaturen gebufft werden. Das gleiche ist beim geheiligten Priester, der ist quasi wie Ajani. Der Greifenwurst ist auch spannend, kann man tolle Kombi machen, denn wenn wir 3 oder mehr Leben bekommen in einen Zug, dann bekommen wir im Endeffekt 2/2 Spielsteine, also eine Kreatur. Dadurch wird sie wieder getriggert, dadurch bekommen wir Lebenspunkte, dadurch kriegen die wieder Marken. Hoffnungsschimmer in den Lebensdeck, einer der besten Cardrawer, finde ich. Wenn wir Leben bekommen, können wir 2 Mana zahlen und dürfen eine Karte ziehen. Alternativ können wir für 4 Mana uns einen 1/1 Spielstein mit Lebensverknüpfung holen. Leidenschaftliche Redner ist ähnlich wie Seelenwächter, nur teurer und schlechter. Denn er bringt uns auch einen Lebenspunkt, wenn ein Kreatur ins Spiel kommt, allerdings nur unter unserer eigenen Kontrolle. Heliod, der Sonnengekrönte, ein Gott, 5/5 und zerstörbar. Er ist keine Kreatur, solange uns hingab, zwar es weniger als 5 ist, das ist in dem Deck aber kein Problem zu erreichen. Wenn wir den Lebenspunkt dazu erhalten, kriegt eine Kreatur oder eine Verzauberung zur Wahl +1/+1 Marke und für 2 Mana können wir einer Kreatur Lebensverknüpfung geben. Licht der Verheißung, auch unglaublich übertrieben im Lebensdeck. Die verzauberte Kreatur, und die bekommt immer, wenn du Lebenspunkt dazu erhältst, lege entsprechend viele +1/+1 Marken auf diese Kreatur. Das heißt, wenn eine Kreatur, die selbst Lebensverknüpfung hat, wie zum Beispiel er, der auch noch Wachsamkeit hat, bufft sie sich quasi selbst exponentiell, wenn er durchkommt. Linden, standhafte Königin, 3 Mana Wachsamkeit. Immerhin eine Weißkreatur, die wir kontrolliert angreifen, erhält sie einen Lebenspunkt dazu. Machen wir ein kleines Gedankenbeispiel. Angenommen, wir haben sie und ihn draußen. Wenn er angreift, dann kriegen wir einen Lebenspunkt durch sie. Wo ist er? Da. Dadurch kriegt er alleine schon wieder, ups, da ist er mit +1/+1 Marke. Rechtschaffene Valkyrie, auch immer krass. Immer eine andere Engel oder Kleriker unter unser Rollenspiel kommt, bekommen wir Leben höher der Widerstandskraft zu. Und wenn wir 7 oder mehr Leben haben als unsere Startpunktzahl, kriegen alle Kreaturen +2/+2. Ja, wir haben hier einige Kleriker drin, wie man sieht. Mensch-Kleriker, Mensch-Kleriker. Von daher passt die auch ganz gut noch. Ajani, in allen seinen Fähigkeiten geil. +1, wir bekommen Lebenspunktehöhe der Anzahl Kreaturen und Planeswalker, die wir haben. -2, wir kriegen dann quasi Ajanis Rudelmitglied, nur als Spielstein. Und seine Nullfähigkeit, die wir nur einsetzen können, wir mindestens 35 Leben haben. Er fegt quasi allergenischen Kreaturen und Artefakte weg. Verzierte Sonnenross, auch wahnsinnig. 5 Mana, 5/5, andere Pferde, die kontrolliert haben, Unzerstörbarkeit. Klingt erstmal Schwachsinn im Deck ohne andere Pferde, allerdings mit seinem zweiten Effekt. Zu den jetzt Endsegments, und falls du in diesem Zug Leben erhalten hast, bekommst du einen 5/5 Pferdekreaturspielstein. Geht also hier schnell. Im Meeresruf ist zwar als Land gedacht, aber auch als Zauber, wenn wir genug Mana haben, denn wir können 2 4/4 weiße Engel, Krieger, Kreaturspielsteine für Flugfähigkeit holen und nicht enge Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten Unzerstörbarkeit. Ja, und der Rest sind halt die verschiedenen Ländlein hier. Also Ziel ist, billig Kreaturen raushauen, schnell Leben machen, stärker werden, Gegner zerquetschen. Und das werden wir jetzt gleich testen. Unser erster Gegner ist Kenshin X. Und gegen irgendein Kenshin habe ich schon mal gespielt, vielleicht ist es auch dasselbe. Puh, nur 2 Mana, aber dafür ziemlich gute Sachen auf der Hand. Naja, sollte klappen, wir versuchen es.
Es scheint wohl besser zu werden. Hellsicht, das ist auch geil. Oh Leute, das ist ein Geschenk. Theoretisch brauchen wir Mana. Aber das kann ich nicht einfach wegschmeißen. Deswegen die behalten wir. So, machen wir noch eine Runde Hellsicht. Cool. Land nehmen wir. So, sehen wir starten. Jede Kreatur, die ins Spiel kommt, bringt uns ein Leben. In Kombination mit denen stärker werden, wenn sie leben. Wenn wir Leben bekommen, ist natürlich geil. Oh, er spielt auch einen Lebensdeck anscheinend. Das könnte spannend werden. Was man macht, tun kann, kann man auch übertreiben. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt die Kleriker aus. Zuerst mal wieder Hellsicht. Theoretisch haben wir mit 3 Mana eigentlich genügend, aber wir haben ja noch teure Karten. Halten aber erstmal. So, das Einzige, was uns jetzt wirklich stören könnte, wären Flächenzerstörer. Aber wir hauen erstmal raus. Der in Kombination hiermit ist eh brutal. Ein Engel! Wenn sie spielen verstört, kannst du einen anderen Kreaturen aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Wenn das tust, lege auf jede Kreatur außer dieser hier. Oh, Entschuldigung, den Kreatur, mit dem Meister hat, eine plus 1 plus 1 Marke. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zuerst spielen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde sagen, wir überfluten den Gegner lieber. Mit schlimmen Angriffen. So, am besten den im nächsten Zug spielen, also besser gesagt den und den. Und dann können wir anfangen zu übertreiben. Ja, ja, mach gut. Hoho, jetzt wird's ja ernst. Okay. Ihn auf jeden Fall. Dann erstmal den Seelenwächter und Prediger der Himmel. Ich glaube, der Seelenwächter ist erstmal besser, weil wir eh nicht auf die Lebenspunkte kommen, wenn der angreift. Damit wir seinen Effekt kriegen können. Aber er dürfte jetzt uns gleich waffen. Ja, nächster Zug. Den und den. In der Reihenfolge auch. Sei es kommt jetzt ein Flächenzerstörer, das kann sein. Okay, normaler Zerstörer, das ist okay. Damit können wir umgehen. Schön, in den Deck sind wir nicht zwingend auf einen Kreator angewiesen. Er greift an. Aber er weiß, dass es noch nicht stark genug ist, okay. Ich sage trotzdem ein gutes Spiel, um ihn zu wirren. Der hat auch nichts auf der Hand. Das war jetzt das, wovor ich noch ein bisschen Schiss hatte. So, spielen wir ihn aus. Zack. So, kriegt er erstmal fett Punkte dazu. Selbe nochmal. So, den muss er jetzt eigentlich zerstören oder blocken oder irgendwas machen, damit der nicht kurz kommt. Das macht zu viel Schaden. Und wenn wir einen was spielen, wäre er quasi so gut wie tot. Okay, der wird doch locker raus. Todesberührung, ne? Nee, auch nicht. Trampel, Lebenverknüpfung. Verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen, gebe ich zu. Machen wir ihn noch stärker und ihn jetzt auch. So, mit ihm greifen wir an.
Ja, alles andere hätte ich auch komisch gefunden. So, ich muss jetzt langsam halt aufpassen, weil jetzt ein paar Leute haben die stärker werden. Und das wird ihm halt sehr schnell ein Problem machen. Zahlt der Lebenspunkt, wir von uns. Ach ja, das ist der Flop oder Top. 4, 5, 6, 7, 8. Reicht nicht für ihn. So. Jetzt mal den. Dadurch werden sie nochmal stärker. Dann nochmal durchs Land. So, der hat Wachsamkeit. Das heißt, wir können sowohl angreifen als auch uns holen. So, Lebensverknüpfung. Jetzt, wenn er den macht. Nee, reicht nicht. So, bis auf den darf er eigentlich keinen durchkommen lassen. Den musst du auch noch blocken, genau. Bei den kann man überlegen. So. Der kriegt jetzt Haufen Weiß dazu, weil in Höhe der Lebenspunkte geht es zu anderen. Die nur haben das so. Nur ein Zeitpunkt, den du auch Hexerei wirken kannst. Das heißt, jetzt holen wir uns noch einen Engel. Ja, und das war der erwartete Sieg, dass er keinen Bock mehr hat, sich das anzuschauen, wie unsere Kreaturen hier unglaublich fett werden. Okay, das war der erste Sieg. Unser zweiter Gegner ist Tyler Dordengs. Ich kann es nicht genau aussprechen. So, 3 Mana ist gut. Sieht auch alles sehr professionell aus. Eine tolle Starthand. Wow. So. Erstmal hässlich. Weil noch brauchen wir die Lebenspunkte von unseren Ländern nicht. Ich überlege gerade, brauchen wir den? Der ist eh gut, ne? Okay, ja. Kann ich das schon überzeugen. Genug Mana Hammer. So, ich glaube, ich habe gar kein Hallo rausgehauen. So, höchstwahrscheinlich schwarz-grün, also ein Deck mit Zerstörung und auch ein Friedhof wieder zurückholen. Hellsicht. Mhm. Brauchen wir Hellsicht? Noch brauchen wir keinen Lebenspunkt, also können wir durchaus Hellsicht nehmen. Geil, nehmen wir. Greifen wir erstmal an. Wir müssen halt nur auf Flächenzerstörung aufpassen. Alles andere kann uns relativ egal sein. Und dann den Greifen wurscht. Immer wenn wir 3 oder mehr Lebenspunkte bekommen, kriegen wir dann 2 Greifen. Und in der Regel triggert er hier auch, dass wir neue Lebenspunkte bekommen. Alles in Ordnung, alles noch gut. Immer wenn du Leben dazu hältst, verliert jeder Gegner Leben. Ja, ist okay. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir brauchen das 4. Mana jetzt noch nicht. Das ist besser. Oh, wir wissen nicht, was wir ziehen, ne? Gut, hauen wir erstmal den raus. Dann den. Kriegen dadurch ein Leben. Wenn wir den nächsten spielen, kriegen wir 2 Leben. Wir sollen es aufheben, weil dann kriegen wir auf jeden Fall noch einen Greifen. So, jetzt muss ich noch kurz schauen. Weniger als 5 ist. Und zur Hingabe zu weiß ist 3, wenn wir ihn spielen, ist 4. Das heißt, wir sollten vorher noch was rausschmeißen. Vito! Immer wenn du Lebenspunkte dazu hast, verliert jeder Gegner entsprechend viele Lebenspunkte. Okay.
ist noch nicht die Todeskombi. Es gibt ja so eine Kombi, die nicht verboten ist, womit ein Schaden quasi sofort gewinnt. Finde ich sehr, sehr unschön. Angreifen tun wir definitiv nicht. Aber wir können das schon mal raushauen, denn wir brauchen bald das Fünfte. So, Angriffsphase überspringen wir ganz gekonnt. Wenn wir dürfen. Ja, gibt es jetzt wirklich so viel zu überlegen? Mit zwei Mana? Okay. So. Ach, das war zu kurz gedacht. Ich wollte doch den spielen. Naja. Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn ich den spiele, bekommen wir zwei Leben. Machen wir noch nicht. Aber ganz schön viel Mana draußen, ne? Gut, wir brauchen es nicht. Also noch eins und dann sind wir glücklich, aber. So gefühlt dauern seine Züge ewig. Und ewig. Das sagt auch die Zeit im Spiel, wie man sieht. Es dauert ewig. Also muss entweder eine ganz komplexe Hand haben oder... Ah. Okay. Was ist das? Opfer den Sie in den Kessel, er fügt noch Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Nö. Wir können Vito nicht töten und die Antwort ist nicht so fertig. Greifen wir erstmal an. So, wir können noch zum Lebensmittelpunkt machen. Machen wir ihn stärker, er wird ja eh stärker. Reicht aber noch nicht, ich weiß, um ein Greifen zu bekommen. Er hat uns ja die zwei wichtigsten Lebenspunkte prima kaputt gemacht. So, und wieder heißt es warten. Er kann nur jetzt mit dem Ding uns noch nicht allein kaputt machen. Er muss auch noch was dazu tun. Im nächsten Zug können wir das verzierte Sonnenross spielen. Das ist natürlich eine interessante Hand. Spielen wir es noch das, das muss uns so gebufft werden. Und wieder dauert es ewig. Du hast nur eine Karte auf der Hand und 3 Mana. Es gibt nicht so viele Optionen. Komm. Oder er hat eine schlechte Netzverbindung. Oder der wir jetzt leiden, eigentlich auch unfair, ne? Das war jetzt wenig überraschend. So, jetzt die Frage, bringt uns was anzugreifen? Wir können eigentlich alles gut wegblocken, ne? Wir haben leider keine Lebenspunkte bekommen. Deswegen sein Effekt nicht triggert, das ist ein Problem. Allerdings auch gut, coole Hand, ne? Andere Pferde, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Das heißt, spielen wir den nochmal aus. Sind alle unzerstörbar.
Mhm. Er kann den dann noch opfern, einen kaputt zu machen. Ganz ehrlich, das nehmen wir jetzt in Kauf, weil das kann er eh sowieso früher oder später machen. Er ist quasi 2 gegen 1 Karte getauscht, von daher ist gut. Und den kriegen wir eh gleich wieder. So, das macht mal Hellsicht. Ja. So, jetzt sind alle Pferde unzerstörbar. Das sieht doch ganz gut aus. Zwar bringt unser Greifen, hofft uns gerade nichts, weil uns alles, was Leben kaputt macht, allerdings kommen wir auch so weiter. Also geil, dass sie sich gegenseitig unzerstörbar dann machen, wenn wir zwei. Ja, und das hat er auch bemerkt, keine Lust mehr gehabt. Und damit haben wir unseren zweiten Sieg. Unser dritter Gegner ist Stephen FJY. Okay, 2 Mana nur. Und verhältnismäßig teure Sachen. Wir vertrauen mal drauf. Ich bin ja eigentlich bei 2 Mana schon immer zufrieden. Was eine sehr bescheidene Einstellung ist, muss ich dazu sagen. Oh. Er hat gar kein Ding. Selten. Hallo. So, nehmen wir das natürlich mit Hellsicht zuerst. Sehen, das bringt uns kein Mana und packen es direkt weg. So, was haben wir hier? Bringt uns auch Hellsicht. Wir müssen eher 4 Mana kommen, idealerweise. Ja, alles, was nicht 4 was uns jetzt kein Mana bringt, packen wir trotzdem sicherheitshalber runter, auch wenn der geil war. So, grün-weiß, grün-weiß-blau. Dreifarbig schon mindestens. Könnte ein Schreindeck werden, mal schauen. Bei so vielen Farben ist halt immer alles möglich. Ah, Vorhersage. Ich vermute mal stark, dass wir mit einigen Flächenzaubern rechnen dürfen. Geisterreservoir. Immer wenn du einen Spontanzauber Hexerei wirkst, liegen dadurch auf das Ding. 2 Mana entfernen beliebige Anzahl im Magen. Es fügt deinem Ziel entsprechend Schaden zu. Oder 2 schickt die oberste Karte einem Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesen Zug spielen. Okay. So, wir haben leider kein Mana gezogen, aber für die rechtschaffende Valkyrie reicht es. Und eventuell macht er uns die auch gleich kaputt. Das hier bringt uns noch nichts. Erst wenn wir Lebenspunkte bekommen. Nur wenn du einen Zauberspruch von irgendwo außer von deiner Hand wirkst, ziehe eine Karte. Artefakt auslösen, +1/+1. Wachsam verursacht Trampe. Ah, okay. Torspielsteine werden damit quasi. Oder können das billiger bekommen. Ja, wir greifen jetzt erstmal an. Oder? Eigentlich nicht, weil er wird das dann eventuell ausrüsten. Nee, lass mal sein. So. Und den raus. Dann bekommen wir jetzt Lebenspunkte dazu. Mit der Kombination von dem. Sache ist die, das hier kann sehr schnell uns dann ein Problem machen, weil es unser Kleinkill. Aber es hat noch keine Marke drauf. So, wenn wir die nochmal spielen, dann müssen eigentlich alle stark genug sein, dass wir schon die schönen Buffs geben. So. Da hat jemand bestimmt auch gleich keinen Bock mehr. Ja, machen wir. Wir haben auch genug Leben bekommen, dass das hier dann triggert. Und wir bekommen also einen kleinen Spielstein noch dazu. Und auch wieder ein Leben. Ja, und jetzt denke ich, ist es so gut wie vorbei für ihn. Selbst unsere 2 stärksten Wegblock kommen wir mit 11 durch, es sei denn, er zaubert noch was aus dem Ärmel. Was natürlich anzuraten wäre für ihn. Aber es bleibt ruhig.
Sehr ruhig. Ja gut, er muss natürlich nachdenken. Okay, ich gehe mal davon aus, dass er noch irgendwas hat. Wir haben jetzt eh nichts, was uns erstmal Lebenspunkte direkt bringt. Daher ziehen wir jetzt einfach mal einen Angriff im Kompletten durch. Und schauen mal, was kommt. Vielleicht hat er vielleicht einen Zerstörer. Aber das wird ihm auch nicht retten. Nichts für Angriff. Mhm. Für unsere. Eventuell kommt jetzt dann gleich ein Flächenzerstörer, wie gesagt, das sollen wir im Hinterkopf behalten. Gerettet hat er sich jetzt erstmal. Die Frage ist natürlich, wie lange? Nicht lang genug. Ja, okay, das war der dritte Sieg. Der war, gebe ich zu, etwas unspektakulär. Aber da habt ihr gesehen, das Deck kann auch rushy sein. Oh, ich sehe gerade, wir steigen nach Platin auf. Und das schon im neuen Cool. Alles klar, nun gut. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant und hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, einen Daumen hoch, einen netten Kommentar. Und gerne freue ich mich drauf, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!